Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ja, heute geht's mal weiter in der Serie Internet-Fundstück. Ich weiß leider nicht mehr, wie ich hier dazugekommen bin. Ich habe also irgendeinen Suchbegriff bei Google eingegeben und habe dann geklickt und bin dann hier in einem Forum gelandet, wo man, naja, Planung und Designforum für Modellbahnanlagen, die für vorbildgerechten Modellbahnbetrieb sich eignen. Das heißt also, wir haben jetzt hier nicht wie bei Facebook Modellbahn Gleispläne, wo das meiste, sagen wir mal, eher so ein bisschen den Charakter von Achterbahn hat, sondern wo man hier drauf achtet, wirklich, dass das einigermaßen vorbildgerecht abläuft, der Betrieb auf der Modellbahn. Ja, kann man jetzt geteilter Meinung sein, ne? Ich finde es halt wichtig und ich denke mal, wenn das einigermaßen vorbildgerecht abläuft, der Betrieb auf der Modellbahn, dann macht es irgendwie auch länger Spaß. Ne? Das ist nichts für Leute, die da eine Anlage nach der anderen bauen und dann, was weiß ich, wieder abreißen und wieder was Neues bauen, weil ihnen das Ganze langweilig wird, sondern das ist wirklich für Leute, die einmal eine Anlage bauen und die bestenfalls noch irgendwie verbessern. Na, und dann sozusagen, das ist also praktisch dann die letzte Anlage, die man baut in seinem Leben, obwohl man vielleicht irgendwo noch in den 30ern oder 40ern ist. Ne? Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier einen User, der FTL Triptis sich nennt. Dann vermute ich mal, dass das hier im Forum so eine Art Formular ist, wenn man seine Anlage vorstellen will. Das ist also hier doch schon sehr streng sehr streng gegliedert. Das sind aber alles Dinge, über die man sich in so einem Fall wirklich Gedanken machen sollte. Weil nicht einfach losplanen, sondern so ein bisschen den Hintergrund. Also hier sieht man die Epoche, ne? Das sollte ein bisschen klar sein. Was will ich drauf fahren? Das ist auch das, was ich immer predige, wenn es darum geht, sich vorher vor dem Gleisplan Gedanken zu machen, dann die Betriebsarten, was soll derjenige, der vor der Anlage steht oder sitzt, was soll der zu tun bekommen? Hier ist es ja sogar, hier sind ja mehrere, ne? Also das ist dafür ausgelegt, dass man da nicht alleine davor sitzt. Wobei ich, das weiß ich nicht, ob es hier so einen Komplettautomatikbetrieb gibt. Das habe ich jetzt hier. Ich werde, wenn ich es nicht vergesse, mal den Link unter das Video setzen. Und dann könnt ihr euch das alles selber durchlesen und dann vielleicht merken, dass ich dann an einem oder anderen Punkt vielleicht ein bisschen oberflächlich war. Aber das ist ja jetzt nichts Neues. Wir haben ja auch einen schönen Bildfahrplan, ne? Also welcher Zug von A nach B und nach C und so weiter und so fort auf der Anlage verkehren soll. Ne? Wir haben also hier einen D-Zug, wir haben hier, gut, weiß ich nicht, ob das jetzt der Personenzug ist hier. So, mal gucken, ne, dafür hält er eigentlich zu wenig. Dann haben wir einen Durchgangsgüterzug. Also ich kenne eigentlich hier mit diesen Nummern, das kenne ich so nicht. Ich kenne es auch nicht. Na, hier ist irgendwas mit N. Ja, ich. Auf dem Fremo-Fahrplan steht ja mir hier immer davor, ne? Also N oder was auch immer. Hier ist eine LZ, das ist also eine einzelne Lok, die da über die Anlage fährt, um dann irgendwo in einem anderen Bahnhof also einen Zug zu übernehmen. Oder was weiß ich, in den Bahnhof zu rangieren, das kann ja auch mal vorkommen. So, dann haben wir hier was sehr Interessantes. Ich habe einmal hier die Möglichkeit, einen Videozug zu steuern. Also das ist quasi in dem Fall, naja, der Führerstand der Lok. Ne? Ich habe also hier meinen Fahrplan, was ich wohl zu machen habe. Ich habe hier, das...
ich hätte jetzt beinahe gesagt, Gaspedal, ne? Ja, also zum Loksteuern, ne? Also ich brauche ja immer kein Lenkrad, wenn ich auf Schienen unterwegs bin. Also ist es praktisch nur Gashebel und Bremse, ne? Läutewerk, Horn und natürlich ein Bildschirm, dass ich sehe, was da vor mir passiert. Das ist praktisch der Blick. Der Blick aus dem Führerstand heraus. Ja, dann noch ein bisschen Werbung für das Forum hier. So, und dann kommen wir jetzt endlich zum Gleisplan. Und da haben wir jetzt hier das Vorbild, na, mit der Kursbuchstrecke. Jetzt habe ich, das ist für mich jetzt leider ein bisschen klein. Ich kann es nicht so richtig lesen, von wo nach wo es hier geht. Ja, also das ist sozusagen das Vorbild und das ist sozusagen die Realisierung im Modell. Also wird natürlich auch im Kreis gefahren, aber, und das ist eben das Wichtigste, ich habe halt hier die beiden Endbahnhöfe. Das nennt man dann eine Anlage in Knochenform. Das ist dahingehend, also wer den Platz hat zu Hause, und wir sehen auch gleich, wie er hier denn das Problem mit dem Platz gelöst hat. Wer Platz hat genug, sollte aus meiner Sicht für so eine Anlage immer diese Knochenform anstreben. Ne? Also das heißt, ich fahre in eine Richtung in irgendein Tunnel, über eine Gleiswendel oder was auch immer in die Tiefe, dort in den Schattenbahnhof, dort wird der Zug gewendet, was natürlich jetzt auch ein Problem aufwirft, das hätten wir im Frame also nicht, weil natürlich jetzt der Zug auch gedreht wird. Ne? Also normalerweise fährt er in irgendeinen Köpfbahnhof ein und dann ist natürlich der Packwagen, sofern einer dran ist, also nicht mehr vorne, sondern hinten. Ne? Es sei denn, er wird noch irgendwie umrangiert oder so, aber ich glaube, das ist in der Zeit nicht mehr gemacht worden. Ja, schauen wir mal weiter. Es gibt also diverse, naja, Leute, die dann drauf kommentieren. Hier haben wir noch einen Fahrplan, das sehen wir auch, also von wo es nach wo geht, ne? Also von weiter nach Triptis und von Triptis nach Oppurg. Also das wäre soweit das dann das Vorbild. Ja, dann haben wir ein Stellwerk, das ist natürlich auch sehr interessant, dem Vorbild nachempfunden, also mit richtigen Stellhebeln und hier auch diese. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, weil ich mit Stellwerkstechnik mich nicht so auskenne, ob das jetzt hier, ich vermute mal, das sind die Blöcke, ne, nach außen. Oder die Signale, was auch immer. Ich glaube, es sind eher die Blöcke, ne, die hier überwacht werden. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt sozusagen der Ersatz für ein mechanisches Stellwerk ist oder ob das irgendwas ist, was ich bisher noch nicht gesehen habe. Ne? Also das irgendeine Zwischenstufe zwischen mechanisch und elektrisch. Also da könnt ihr mir aber gerne in die Kommentare schreiben. Ich vermute mal, das ist die Nachbildung eines mechanischen Stellwerks hier. Aber ist ja interessant gemacht. Ne? Und für den Uneingeweihten, der sich dann hier davor setzt, da gibt es, glaube ich, erstmal ein riesengroßes Fragezeichen über dem Kopf. Ich habe zumindest schon mal Vorträge gehört, wo also über solche Stellwerke was erzählt wurde, also ähnliche Geschichten, aber ihr seht, das so, also viel ist da jetzt nicht hängen geblieben. Kommen wir zum Gleisplan und dann haben wir hier erstmal im Untergrund die unterste Ebene, also Ebene weiter Oppurg, und haben dort erstmal einen gigantischen Schattenbahnhof, na, der sich hier, den weiß ich gar nicht, ob der vielleicht sogar offen ist, das sehen wir vielleicht nachher auf dem Foto, und wir sehen hier den Umriss der gesamten Anlage. Und sehen hier auch was meiner Meinung nach ganz Tolles. Ich bin ja ein Freund von großen Radien. Ne? Also wenn mal eine kleine Radie ist, wie dann hier in der Mitte. Ne? Also hier, das sehen wir dann bei etwas später. Ne? Wenn es also um eine höhere Ebene geht, dann ja, da sind die wenigsten versteckt, ne, die kleinen Radien. Auch hier muss man ja irgendwie um die Kurve kommen oder was weiß ich noch, hier vielleicht, keine Ahnung, sehen wir nachher alles. Das erreiche ich natürlich,
wenn ich nicht Modulbahner bin, ne, und irgendwo das Modultreffen fahre, sondern die Modellbahnanlage bei mir zu Hause aufbaue, natürlich nur mit einer Anlage, die quasi im Zimmer rundherum geht. So, wir haben hier, ich weiß nicht, ob er hier keine Fenster hat oder was, oder ob die jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, das ist hier nicht, sehen wir vielleicht noch auf dem Foto. Das wird die Tür sein, das heißt, ich muss die Tür wahrscheinlich auf allen Vieren dann da in den Raum kriechen. Ich weiß nicht, ob er hier auch eine Brücke hat, aber wie gesagt, hier gehen ja mehrere Ebenen drüber. Ich bin da jetzt, glaube nicht, dass da irgendwie das rausnehmbar oder klappbar ist. Na, das steht ja bestimmt auch in dem Text, aber wie gesagt, ich habe ihn jetzt heute, wo ich das Video mache, noch nicht nochmal mir angeguckt und komplett durchgelesen. Ich wollte euch eigentlich bloß den schönen Gleisplan zeigen und einige der Ideen dahinter. No, und das ist halt, also wer so einen eigenen Raum hat zu Hause, der ist dann in der glücklichen Lage, da auch, sagen wir mal, so was Ähnliches zu bauen und dann eben auch selber mal vernünftige Radien zu machen. Und das hier ist H0. Wir stellen uns jetzt mal vor, was hier möglich wäre, wenn wir hier in N bauen würden. Ne? Also das wäre absolut gigantisch. Na, da würden wahrscheinlich auch die Kosten für die Gleise dann komplett ins Absurde laufen. Das heißt, wenn man jetzt hier bestrebt ist, dann entsprechend große, viele Gleise unterzubringen. Ne? Man könnte natürlich auch hier Nebenbahn bauen und das über mehrere Ebenen hier alles eingleisig, ne? Und schon ist dann, und sagen wir mal, mehr sich auf die Landschaftsgestaltung konzentrieren als auf viele Gleise, und schon, naja, schon hat das mit den Preisen wieder hin. Ja, die nächste Ebene. Da haben wir die Ebene Niederpöllitz, wo wir jetzt hier auch sehen, dass also die Mitte bespielt wird. Wir haben jetzt hier über dem Schattenbahnhof eine nächste Ebene. Das nennt man übrigens eine Multideck-Anlage. Ne? Das heißt, ich habe nicht eine Ebene, wo jetzt, was weiß ich, wo jetzt die Landschaft stattfindet, ne? Sondern ich habe mehrere Ebenen, die landschaftlich gestaltet sind. Na, also die sogenannte Multideck-Anlage, das ist auch eine Geschichte, das machen auch Leute. Ich meine, es gibt ja Leute, die ihr ganzes Haus, na, in eine Modellbahnanlage verwandeln. Na? Also da wäre hier Modellbahnträume TV unter anderem erwähnt. Ich gucke jetzt bei ihm nicht so oft rein, weil das ist Märklin, das ist jetzt nicht so das Zentrum meines Interesses, aber es ist auf jeden Fall, hat sowas natürlich Respekt verdient. Ne? Also das ist absolut top, was solche Leute dann machen. Egal, was für eine Spur und was für ein System. Ne? Und das ist eben, lässt sich eben mit diesem Ansatz Multideck eben naja, lösen, weil einfach, weil ich da mehr Platz gewinne und wenn ich nicht alles auf einer Ebene habe. Na, und so ist es hier eben auch. So, wir schauen nochmal ein bisschen weiter. Das ist die nächste Ebene. Na, also hier ist zum Beispiel in der Mitte, findet hier jetzt nichts statt. Aber wieder außen, ne? Also wir haben auch hier wieder, also alles was grün ist, ne? Wir gucken nochmal hier hoch. Meine Güte, das ist auch grün. Also wir müssen nachher mal auf die Fotos gucken, ob das hier offen ist. Ne? Also man kann das natürlich auch als offenen Schattenbahnhof dann so quasi betreiben. Das ist also auch kein Problem. Vor allem ist, wenn der nicht versteckt ist, ne? Also wenn hier mal wirklich was ausgleist oder so, oder es in irgendein Problem gibt, dann kann ich eben sofort eingreifen. Ne? Das ist beim Schattenbahnhof, da irgendwo, wo ich dann unter die Anlage kriechen muss, natürlich blöd. Also das macht dann auch keinen Spaß. Ne? So, wir waren hier. Hier ist ein kleinerer Bahnhof, ne? Bahnhof Neustadt-Orla. Und ansonsten ganz viel Strecke. Hier ist dann schon wieder, na, also für mich jetzt könnte es hier schon wieder ein bisschen eng werden mit dem Radius. Ne? Also das, solche Radien hier, die sind mir natürlich lieber. Wobei ich jetzt auch nicht so richtig weiß, ob das jetzt hier, das werden ja keine Meter sein. Ne? Also ich denke mal, das werden wir eher 50 cm sein. Auch das ist sicher im Text beschrieben, aber dazu hätte man jetzt nochmal durchlesen sollen.
Das nehmt ihr mir bitte nicht übel. Ihr könnt dann dadurch, dass ich den Link hier reinsetze, könnt ihr dann euch das, wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr also alle nochmal hereingucken. Und ja, wer sich für Planung interessiert, ich keine Ahnung, kenne jetzt hier den, weiß jetzt nicht, was jetzt hier, was die Bedingungen sind, jetzt hier in das Forum reinzugehen. Na, also auf jeden Fall ist es. Gibt's, ich kann mir auch vorstellen, ich bin jetzt bis das Ende, das habe jetzt bis das Ende Projekt gesehen, es gibt da sicher noch mehr. Na, inzwischen sind wir hier auf der Ebene Triptis angekommen. Haben wir praktisch den Bahnhof hier in der Mitte und dann haben wir hier sozusagen so eine angedeutete, nicht nur angedeutete Gleiswendel, ne, die dann irgendwann im Untergrund verschwindet. Und das Bahnbetriebswerk von Triptis. So, hier geht dann noch eine Nebenbahn ab. Na, die hier hochgeht und ja, die Hauptbahn endet hier halt nicht, sondern die geht hier dann wieder in den Untergrund. Da müssen wir jetzt hier nochmal gucken. Wir haben ja hier, nee, da ist nichts. Ja, das geht also auf diese Ebene hier. Na, also sicher ein paar Umdrehungen hier und auf die Ebene Niederpöllitz. Pöllnitz, Niederpöllnitz. So, wieder zurück, ne? Nach Triptis. Ja, und das, ne, das war es noch nicht. Wir haben hier die Nebenbahn nochmal, die hier. Ja. Die also auch keine Endstrecke ist, sondern die hier nochmal. Quasi über dem Bahnhof Triptis rüber geht auf einer nächsten Ebene. Also die Nebenbahn ist auch ein Kreisverkehr, ne? Also da gibt es scheinbar, sonst mal, ob es hier noch irgendwo einen Endbahnhof gibt. Nein, das ist alles gut. Ja, also auch das ist Kreisverkehr. Und das heißt, es gibt kein Umsetzen von Zügen. Und letztendlich, na, endet das auch in einem Schattenbahnhof, der hier quasi in der obersten Ebene, ne, Ebene Mosbach, dann sozusagen die Züge dreht und wieder zurück auf die Strecke schickt. Ja, also das ist eine sehr schöne Anlage. Haben wir auch gleich noch Fotos. Was ist das jetzt hier? Das sieht aus wie eine Digitalsteuerung. Also ich würde mal sagen, das ist die Digitalsteuerung hier. Was vom Programm, keine Ahnung, das seht ihr dann, wenn ihr euch das hier mal im Original in dem Forum mal anschaut. Das ist jetzt auch nicht, das ist einfach nicht mein Thema, ne? Also mit Digitalkram, das ist nicht so meins. Also ich habe natürlich meinen Bahnhof auch digital, aber das ist jetzt eine völlig andere Geschichte als das. Hier ist hier nochmal ein paar Fotos. Bahnhof Neustadt Orla. Na, Gleise noch nicht eingeschottert, aber das hat er sicher noch gemacht im Nachhinein. So, und hier sehen wir mal die gesamte Anlage und siehe da, es gibt doch ein Fenster. Na, und jetzt sehe ich gar nicht, wo hier. Die Tür ist wahrscheinlich hier nicht im Bild. Ja, und das ist doch mal eine Anlage, ne? Da kann man doch nicht meckern. Also so kann man also in einem, naja, nur halbwegs großen Zimmer wirklich eine richtige Großanlage unterbringen. Denn das ist es ja hier. Ne? Also so viel Gleise haben viele Vereinsanlagen nicht, ne, die er hier hat. Und wie gesagt, er kann hier noch ein paar Kumpels einladen und die können dann gemeinsam hier Betrieb machen, wie man so schön sagt. Das ist die andere Richtung, oder? Ja, das ist die andere Richtung. Und hier sehe ich, ob das keine Tür. Also, wenn der in den Raum reinkommt. Ich weiß nicht, hier sieht es bald so aus, ne? Achso, nee, das ist ja. Hä? Das ist die Mitte. Also, das ist ja verrückt. Ja, das ist die Mitte. Hier muss ja dahinter, muss es noch weitergehen. Na, der hat also hier noch eine Kulisse. Das ist also bloß die halbe Breite von dem Raum.
Ich war doch jetzt hier. Ja, das ist die andere Richtung. Eieieiei. Ja, mein Handy meldet sich auch mit diversen Hinweisen. Ja, dann haben wir hier eine schöne Gleiswendel. Ich habe hier immer noch keine Tür gesehen. Also der beamt sich in den Rahmen. Ja, aber ich denke mal hier irgendwo, und das hier könnte eine Tür sein. Also, ja, das ist jetzt ein bisschen unklar. Hier, das sieht auch sehr eng aus hier. Ja, ist aber eben alles offen, ne? Was aus meiner Sicht auch vernünftig ist, denn wenn da irgendwo ein Problem ist, kommt man ran. Na, kann sofort eingreifen. Na, hier nochmal. Na, hier sieht man, das wird die Digitalsteuerung sein hier am Rechner. Eine Uhr steht hier noch. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwie manipuliert ist, dass sie irgendeine Modellzeit anzeigt. Und hier sagt sich dann der Video zu. Ach, sie hat das sogar erweitert noch. Also hier sind jetzt drei Monitore. Ah ne, das sind jetzt doch Videozug. Und die beiden sind hier irgendwelche Abstellbereiche. Naja, gut. Ich glaube, das war erstmal alles. Hier geht es dann noch weiter. Ich glaube, da ist nur. Hier ist noch. Geht es nur um das Steuern des Videozuges. Ja, ansonsten wären wir jetzt hier am Ende des Ganzen. Ach, guck mal einer an, hier hat er auch noch Warenkarten. Das ist ja auch ganz lustig. Na, also das kennen wir ja. Das kennen wir ja auch vom Fremo, ne? Das hier. Na, das scheint doch die Warenkarte für den zu sein. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen. Ist auch ein bisschen merkwürdig. Naja, gut, da hat jeder seine unterschiedlichen Ansätze. Gut, ich bin das vom Fremo gewöhnt. Also da weiß ich jetzt nicht, dass man die Wagenkarte in den öffentlichen Wagen lädt. Das ist mir dann. Naja. Gut. So, Drucktaste und Blocktasten. Ja, das irgendwie, das hatte ich noch halbwegs in Erinnerung. So, da wäre das hier erklärt. Hier haben wir noch eine Detailaufnahme. Hier auch noch nicht eingeschottert. Aber wie sagt man so schön, eine Modellbahnanlage ist nie fertig. Na, das ist also hier der Punkt. So, dann haben wir hier noch einen Blick in den Schattenbahnhof. Ich nehme mal an, dass es der große ist, der auf der untersten Ebene liegt. Hier noch ein paar Bilder an der Wand. Ach, die Kulisse. So, und dann haben wir hier, das ist wohl noch ein Vorbildfoto in Neustadt. Aha. Gut. So, hier noch ein Vorbildfoto. Das ist. Aha. Ja, hier haben wir die Geschichte, ne? Wie komme ich zur Modellbahn? Und was schreibt er hier? Mein Schulweg führte von 1951 bis 1957 genau über diesen Steg hier oben drüber. Dann weiß man natürlich, wie er zur Modellbahn gekommen ist. Das ist der Klassiker, ne? Also die Berührung, oder einer der Klassiker, ne? Also die Berührung mit dem Vorbild. Das ist natürlich dann, wenn wirklich das Vorbild ist, ne? Für viele sind es ja andere Modellbahnanlagen. Dann glaube ich, dass man eher dazu neigt, dann auch einen vorbildgerechten Betrieb zu machen. Na, das ist eben auch eine Frage, wie man da selber sozialisiert ist. Hier haben wir das Hebelstellwerk, die Blöcke. Na. Hier noch ein Gleisplan für Triptis.
Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. In Sachsen gibt es ja diese Sachsenschiene, wo man diese, das ist ja kein richtiger Gleisplan, ne? Das ist ja bloß so, naja, so als Skizze, ne? Und stehen dann meistens, also hier irgendwo die Bahnsteiglängen oder die Gleislängen, und daran kann man dann so halbwegs wieder den Bahnsteig auch nach so einer, den Gleisbahn nach so einer Skizze wiederherstellen. Also für Sachsen gibt es da die Sachsenschiene, da sind sehr, sehr viele Gleispläne von sächsischen Bahnhöfen drin. Na, also da jetzt die sächsischen Bahnhöfe sicher, sagen wir mal, nicht sachsentypisch waren, ne, sondern Bahnhöfe, die auch woanders hätten sein können, kann man natürlich dort sich auch sehr viele Vorbildgleispläne angeln und dann den Bahnhof einfach umbenennen, wenn man irgendwo was in Norddeutschland, also mit dem norddeutschen Thema oder mit dem bayerischen Thema oder mit dem Ruhrgebietsthema oder was auch immer bauen will. Ne? Also das ist wirklich meine Empfehlung, da mal reinzugucken, weil die Sachsenschiene natürlich auch einfach kostenlos. Ne? Es gibt ja viele, die dann Gleispläne anbieten und dann pro Plan, wer ist der Geier, was auch immer für Geld haben wollen. Ne? Ich meine, gut, die haben das alles aufgearbeitet, aber letztendlich haben sie es irgendwo geerbt. Ne? Also die Bahn wollte die wegschmeißen, weil sie die ganzen Pläne digitalisiert haben und die analogen Pläne nicht mehr brauchten. Ne? Also die wurden ja nicht gekauft, sondern die wurden kostenlos irgendwo abgefasst. Und ja, und dann wird eben, weiß ich nicht, was da für Geld dann für den Plan verlangt wird, wenn man da mal einen Vorbildplan haben will. In Sachsen ist das halt alles kostenlos. Also da ist noch der Public Domain Gedanke ist da noch präsent. Ja, gut. Ich würde an dieser Stelle jetzt das Video mal beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, ihr wisst, ne, Daumen hoch. Und noch besser ein Kommentar. Hier bei diesem Video vielleicht besonders wichtig, weil ich natürlich jetzt hier einfach so reingucke, in vielen Bereichen jetzt auch nicht so viel Ahnung habe. Und da ist es, liegt es an euch, mich dann zu korrigieren und das eine oder andere einfach richtig zu stellen. Vielleicht, das wäre natürlich der Gag, ne, wenn hier der Besitzer der Anlage, ne, der jetzt ja auch noch ein bisschen älter ist als ich, ne, da ist ja doch einiges um einiges eher. Ich hoffe, dass es ihn noch gibt, ne, weil er ist ja dann ja schon im vorgerückten Rentenalter. Also wenn ihn jemand kennt, gebt ihm mal einen Tipp. Es wäre natürlich toll, wenn er sich jetzt hier auch melden würde. Ne. In dem Sinne, wünsche ich euch einen schönen Abend und macht was draus.